Ja, hallo, hier ist Frank und willkommen zum ersten Teil meines Urlaubsfilms Wandern auf La Palma im Mai 2023. Wir hatten unseren Bungalow hier gemietet in diesem Bereich, also hier Santa Cruz, die Hauptstadt. Und jetzt zoome ich mal rein. Hier ist das neue Lavafeld. Und zur Orientierung, hier ist San Nicolas und diese Straße, die ging hoch vorbei an der Plaza Glorieta und dann nach San Nicolas. Diese Straße existiert noch. Und das war die ehemalige LP 211 oder beziehungsweise ist es heute immer noch, aber nur bis hierhin. Und da hört ihr dann auf einmal auf. Die LP 213, die war hier und in dem Bereich des Lavafeldes ist jetzt eine Piste, die noch nicht asphaltiert ist. Und wie man hier sieht, die Straße hört hier abrupt auf und hier war einmal Todoque, El Pedregal, Los Campitas, El Paraíso. Diese Orte existieren nicht mehr. Davon ist nichts mehr zu sehen und es sieht so aus, als wäre hier immer nur Lava gewesen. Echt ein trauriger Anblick. Wir sind am Ankunftstag nur mal ein bisschen aus dem Bungalow raus, haben uns hier das mal angeschaut, haben hier so eine Schleife gedreht. Es war ja schon recht spät am Tag und deswegen keine richtige Wanderung. Wir haben uns nur das Ausmaß der Zerstörung mal angesehen. Das ist die Casa Blu. Wir sind gerade angekommen und unser Parkplatz im Hof. Und jetzt mal der Schwenk rüber. Ja, tatsächlich bis direkt vor die Türe hat der Vulkan die Asche geschmissen. Der Vulkan Tacogaita heißt der. Der ist übrigens da. Und auch heute qualmt er noch ein bisschen. Die erste Wanderung haben wir dann so ein bisschen von Fuencaliente einmal hoch in den Wald, eine Schleife gedreht und wieder zurück. Das war so ein bisschen zum Warmlaufen. Kleines Training für die nächsten härteren Touren. Das ist der Brunnen in Fuencaliente. Der ist in der Nähe der Kirche. Und das Besondere hier ist, dass der nur einmal im Jahr, nämlich im August, zum Weinfest in Betrieb ist. Und das Schöne ist, dann fließt hier kein Wasser, sondern der Brunnen ist angeschlossen an ein 3000 Liter Reservoir mit Wein. Obelix war hier und hat einen Hinkelstein hinterlassen. Das ist die Kirche in Fuencaliente und vor der Kirche gibt es diese in den Boden eingelassenen Bronzetafeln. Hier gibt es ja diesen Ultramarathon einmal über die Insel und hier sind immer festgehalten links der schnellste Mann und rechts die schnellste Frau. Und was die hier für Zeiten laufen, das ist sagenhaft. Den ersten Gedenkstein gab es beim 9. Ultramarathon. Die sind durchnummeriert und das war der letzte von 2019. Danach kam Corona. Eine Sache, die man auf der ganzen Insel immer häufiger sieht, das sind diese wunderschönen Graffitis an den Häuserwänden. So, jetzt nochmal nach San Nicolás. Also wie gesagt, hier an der Straße die Plaza Glorieta, San Nicolás, die LP2. Und es gab hier in San Nicolás diesen Abzweig auf die LP 212 und der ging nach Tacande de Abajo, dann weiter nach Tacande de Arriba und dann weiter nach El Paso. Da zeige ich gleich ein Bild, wie das an dieser Stelle hier aussieht. Diese Straße wird nach meinen Informationen nicht wieder freigeräumt, sondern dieser Bereich soll ein Naturschutzgebiet werden. So sieht es an dieser Stelle aus. Hier die Schranke, Verbotsschilder nicht weitergehen. Als wir angekommen sind, fuhr die Guardia Civil gerade weg zur Mittagspause und kaum ist die Polizei weg, da marschieren die Touristen in das Sperrgebiet rein. Also finde ich nicht so toll. Dann die nächste Wanderung. Hier ist Santa Cruz. Wir sind dann die LP4 gefahren
und dann hier hoch Richtung Roque Los Muchachos. Und wir sind auf den Roque Palmero hochgelaufen und ich zoome da mal rein, denn da gibt es noch was zu sagen. Im Kartenmaterial sieht man hier zwei Striche, das ist der eine und hier der andere. Diese Wanderung, die also hier von dem Dreschplatz querfeldein hier rüber geht, die war vor einigen Jahren noch ganz gut begehbar, ist mittlerweile völlig zugewachsen und da rate ich dringend von ab, hier lang zu laufen. Also in diesem Wanderführer mit dem roten Umschlag, die Tour auf den Roque Palmero, da ist dann die Beschreibung, man soll hier sich an Steinmännchen orientieren, geht nicht mehr. Und als ich es das letzte Mal gemacht habe, waren hier ein paar Leute mit dem Pickup-Truck, die dann ganz böse geschimpft haben, würde ich nicht mehr machen. Auch hier ist im Kartenmaterial ein Weg eingezeichnet. Auch das ist verboten, hier zu laufen. Man hat angefangen, in diesem Bereich hier Zäune aufzustellen und Maschendrahtzaun auf den Boden zu legen, damit hier keiner mehr langläuft. Also bitte nicht. Immer schön auf dem Hauptweg bleiben. Wir haben dann an dieser Straße, die zum Observatorium hochgeht, hier ist der Roque Los Muchachos, da haben wir das Auto abgestellt und sind dann zum Roque Palmero gelaufen. Das ist ja eigentlich ein Spaziergang. Man ist ungefähr in etwas mehr als einer Stunde von hier bis ganz oben. Der Abzweig hier ist ein bisschen schwierig zu finden, aber es muss ja auch nicht jeder hochlaufen. Auf der LP4 auf dem Weg nach oben, das sind, ich glaube, Taganasten heißen sie oder auf Deutsch Natternköpfe. Sehr schön hier die Stelle. Auf dem Weg zum Roque Palmero, schöner Blick auf den Berenado und hier die Südküste. Caldera füllt sich mit Wolke.